herzlich willkommen im Kulturhaus Abraxas in Augsburg. Mein Name ist Fräulein Tönchen und auch heute möchte ich mit dir wieder einen Koffer öffnen, sodass wir spannende Klänge herauslassen können. Denn ein Musikkoffer hat viel zu erzählen. Schau mal, dieses kleine Ding dürfen wir gemeinsam aufmachen. Ich freue mich, dass du dabei bist. Ich freue mich auch, dass unser Peter am Klavier dabei ist. Denn auch aus seinem Klavier kommen spannende Klänge heraus und zwar passend zu jeder Situation. Um wieder kräftig mitzumachen, müssen wir in das grüne Köfferchen schauen, damit du weißt, was du heute vorbereiten kannst. Aha, du brauchst einen Gürtel aus Leder. Du brauchst einen Schneebesen aus der Küche und du brauchst zwei Walnüsse oder ähnlich große Kugeln, falls du sowas findest. Außerdem benötigst du noch eine Zeitung. Ja, drück kurz auf Pause, leg dir alles zurecht und ich warte so lange. Bist du bereit? Dann kann es ja losgehen. Aber auch heute lohnt es sich natürlich, gut aufzupassen. Denn am Ende der Sendung gibt es wie immer ein Rätsel und du kannst mit ein bisschen Glück einen musikalischen Preis gewinnen. Noch bevor wir den Koffer öffnen, machen wir aber schon Musik. Ohne Instrument? Klar, sogar ohne Singen. Mach mit! Bu, 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 z, k, bu, bu, bu. Bu, 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 z, k, bu, 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 z, k, bu, 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 z, bu, 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 k, bu, 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 k, z, bu, k, bu, 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 k, z, bu, k, bu, 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 sehr gut. Und damit der Klang für dich noch besser klingt, mach mal so. Die eine Hand vor den Mund halten und mit der anderen die Verbindung bis zum Ohr. Du wirst hören, bei dir klingt es gleich ganz anders. Nochmal. Sehr gut. Ich bin sicher, auch bei dir sind Bauch und Zwerchfell in Bewegung geraten, oder? Ja, um den Rest des Körpers kümmert sich Miri. Steh auf und mach mit bei Miris Moves. Erinnerst du dich noch ans letzte Mal? Da hatten wir die Beine. Und das ging so. Erst nach vorne. Zur Seite. Zur Seite. Nochmal. Vorne. Zur Seite. Nach hinten. Zur Seite. Gleich nochmal. Vorne. Zur Seite. Nach hinten. Zur Seite. Und jetzt kommt was Neues dazu. Die Arme kommen an. Und zwar so. Einmal hoch, schräg zur Seite und zur anderen Seite. Nochmal. Gleich nochmal. Und jetzt alles zusammen. Eins, zwei, drei, vier, vorne. Zur Seite. Nach hinten. Zur Seite. Die Arme. Und wechseln. Nochmal. Nochmal die Beine. Vorne, zur Seite, nach hinten, zur Seite, die Arme und wechseln, nochmal und noch einmal die Beine, zur Seite, nach hinten, zur Seite, die Arme und andere Seite. Und alles ausschütteln.
Ja, super. Heute hat nicht nur Peter die passende Musik zu unserem Coversong, sondern auch Miri. Sehr gut, dann können wir uns auf den Text konzentrieren. Mach mit. Es gibt Koffer, die sind eckig. Es gibt Koffer, die sind dreckig. Manche sind ganz mini klein. Andere schwer, wie Mühlenstein. Es gibt Koffer mit drei Dellen. Reißverschluss, kaputten Stellen. Andere sind schön bunt kariert. Mit zwei Schnallen glatt poliert. Es gibt Koffer, die was machen. Manche quietschen, müffeln, krachen. Und was macht wohl dieser da? Dieser Koffer macht... Oh. Aha! Ein Dreieck aus Gold ist hier drin. Ich glaube, das ist eine Triangel. Sowas kenne ja sogar ich. Und sogar eine Botschaft ist da dran. Schau mal, was steht denn da? Timpani, Gran Casa, Piatti, Marimba, Tamtam, Maracas, Congas, Giro. Ach du dickes Ei. Ha. Weißt du was? Das kann uns doch sicher Stefan erklären, was es mit dieser Triangel und all den Dingen auf sich hat. Er ist nämlich Dozent, also Lehrer, am Leopold-Mozart-Zentrum der Universität Augsburg. Und ich meine, eine Triangel ist doch ein Schlaginstrument, oder? Schau mal, da ist ein Schlägel zum Spielen. Huh? Ja, Miri, dann muss ich wohl hinterher. Koffer und da ist zum Glück noch ein Schlägel. So, tschüss Peter. Oh, wo sind wir denn hier gelandet? Miri, du schaust mal da. Und ich schau hier. Ah, Stefan, habe ich dich gefunden. Ja, grüß dich. Das ist Stefan. Hallo. Wo sind wir hier? Wir sind hier in den Schlagzeugräumen des Leopold-Mozart-Zentrums der Universität Augsburg. Und was macht ihr hier so? Wir üben hier, wir unterrichten hier Schlagzeug. Du unterrichtest aber nicht Schüler, sondern? Studenten, ja. Studenten, genau. Und das heißt, es sind junge Erwachsene, die einmal das Schlagzeugspielen zum Beruf machen wollen, hm? So ist es. Und warum üben die hier und nicht zu Hause? Naja, wenn man sich vorstellen würde, dass das ganze vielfältige Instrumentarium alles in einem Studentenzimmer Platz haben sollte, ich glaube, da kämen die nicht mehr dazu, ein Bett reinzustellen. Insofern stellen wir hier alle Instrumente zur Verfügung und sie können hier einfach auch üben und wir unterrichten hier. Und ihr lernt all diese Instrumente, also warte, im Köfferchen im Abraxas, da standen so ein paar Begriffe. Lernen die Studierenden hier auch Timpani und Gran Casa, Piatti, Marimba, Congas, Giro und auch Triangel? Das alles und noch viel mehr. Oh, hm. Wie wäre es, wenn du uns dann bitte heute in die Welt der Schlagzeuginstrumente einweist? Ich meine, die Triangel, die kennen wir ja schon, die kann uns von A nach B zaubern, aber die kann ja vor allem sonst einfach Bing machen. Ja, ein bisschen mehr kann sie schon auch noch. Aha. Ich habe hier auch eine hängen, schauen wir mal. Also wir haben, da habe ich auch einen Schlägel mitgebracht. Wir haben den normalen Bing, wie du gemacht hast. Und dann kann man auf der Triangel auch wirbeln. Und dann kann man sie auch dämpfen und Rhythmen drauf spielen. Boah, also wenn man als Schlagzeuger aus so einem einfachen Metalldreieck schon so viele verschiedene Klänge herausbekommt, da bin ich gespannt, was du hier mit all diesen Instrumenten so anstellen wirst. Ja, das Drumset hast du ja schon kennengelernt. Mhm. Und ich würde dir jetzt gerne die anderen Instrumente vorstellen, die im Orchester verwendet werden oder in Ensembles für neue Musik oder im Schlagzeugensemble. Und würde sagen, da beginnen wir als erstes mit den Pauken. Pauken, okay. Da muss ich nur den Jan schnell holen, okay, der uns die Pauken vorstellt. Ach, pass mal auf, was meine Triangel so kann. Ui, die Pauken. Ja, da darf ich dir den Jan vorstellen. Hallo Jan. Der zeigt uns heute, was man mit den Pauken alles anstellen kann.
Und er spielt als erstes auf diesen zwei Schraubenpauken, auch Barockpauken genannt. Also die sind jetzt nicht ganz so alt, aber man nennt sie Barockpauken. Aus der Barockzeit aus sind der die, also Barockzeit. Da, wo die Könige waren aus der Zeit, okay? Ja. Und ja, das sieht man auch, die stehen auch auf so Holzständern, gell? Also das ist alles ein bisschen älter. Und die sind bespannt mit einem Naturfell von einem Kalb. Ein echtes Fell. Ein echtes Fell von einem Kalb. Und man nennt es auch, die Pauke ist auch ein Membranophon. Mhm. Weil ohne dieses Fell, ohne diese Membran, könnte die Pauke überhaupt nicht klingen. Und die Pauken sind das erste Schlaginstrument, das bei uns im Orchester verwendet wurde. Okay. Ganz schön königliche Musik. Und können so Pauken nur zwei verschiedene Töne spielen? Also das war so üblich in der Barockzeit, dass die Pauken nur in zwei Tönen gestimmt waren. Mhm. Und sie waren das Bassinstrument der Trompeten. Man kann allerdings auch mit diesen Schrauben die Pauke verstimmen. Ich kann das mal ganz kurz... Da geht der Ton nach unten. Aha, ist es jetzt lockerer oder fester, das Fell? Jetzt ist es lockerer gespannt. Aha. Und das heißt, ihr stimmt die Instrumente vor dem Spielen, so wie andere halt auch an den Saiten ziehen, müsst ihr an den Schräubchen drehen. Genau, und bei diesen Pauken muss man eben an jeder Schraube einzeln drehen. Sehr umständlich. Mhm. Da bräuchte man eine Erfindung. Da braucht man eine Erfindung und die wurde gemacht in Form von den Pedalpauken. Da sitzt du gerade dahinter. Ich sehe Pedale, aber weißt du was, ich glaube, ich lasse lieber den Jan hier sitzen. Ah, das ist besser. Ja, jetzt sitzt Jan an den großen Maschinenpauken, an den Pedalpauken. Und im Gegensatz zur Barockzeit, wo man immer nur zwei Pauken verwendet hat, sind wir jetzt hier bei einem Satz von vier Pauken gelandet. Aber was vor allen Dingen diese Pauken unterscheidet, ist das Pedal. Ja. Und der Jan tritt jetzt bitte mal auf das Pedal. Wenn man es durchdrückt, das Pedal nach unten drückt, geht der Ton nach oben. Und lässt man es wieder locker, geht der Ton wieder nach unten. Es entsteht also ein Glissando. Also man kann richtig Tonleitern damit spielen. Und es ist viel praktischer, oder? Da muss man nicht so viel fummeln und der Fuß kann während dem Spielen wahrscheinlich, dann veränderst du auch die Töne. Genau, man kann spielen, während man mit dem Pedal arbeitet. Sehr praktisch. Und, was man noch sagen muss, während man bei den Barockpauken mit Holzschlägeln gespielt hat, ist man dann mit der Zeit übergegangen, die Schlägel auch, um ihren Klang zu erweitern, und man hat Filzschlägel gebaut. Die haben einen wesentlich weicheren Anschlag und lassen die Pauke wärmer klingen. Und natürlich wollten die Komponisten immer mehr Töne haben und mehr Pauken. Und deshalb hat man manchmal vier Pauken. Es gibt sogar Stücke, da braucht man sechs Pauken. Und vielleicht kann der Jan uns gerade mal zeigen, wie das klingt, wenn vier Pauken auf einmal gespielt werden. Oh ja, von klein bis groß bitte. Und ihr seht, wir haben auch auf diesen Pauken Naturfelle. Man kann sie auch mit Kunststofffellen spielen. Mhm. Uns hat der Klang mit den Naturfellen besser gefallen. Allerdings mussten wir eine Pauke schon mit einem Kunststofffell beziehen, weil es uns das Naturfell gerissen ist. Die sind auch wesentlich anfälliger. Das passiert, dass so ein Fell reißt? Hat jemand zu stark draufgehauen? Ja, das ist unangenehm, wenn es mitten im Konzert passiert. Oh. Das ist schlecht. Und dann müsst dann ihr ist am besten, man hat noch eine Ersatzpauke da stehen. Okay. Und wo ist jetzt der Vorteil dann oder von einem Kunstfell oder Naturfell? Wann wählt ihr welches? Ja, das Kunststofffell, das verstimmt sich nicht so leicht, weil die Naturfälle sehr anfällig sind für Witterungsumschwünge. Mhm. Das heißt, wenn es draußen regnet und es wird feucht, dann saugt sich so ein Naturfell voll und die Stimmung geht nach unten, was beim Kunststofffell nicht passieren kann. Mhm. Vielleicht ja auch ein bisschen wie bei den Streichinstrumenten, die haben ja auch diese Darmsaiten früher gehabt und dann später haben sie dann auch Kunststoff oder so Nylonsaiten, haben wir alle schon gelernt. Mhm.
Du hast gesagt, die Pauke, also vor allem die hier, waren das erste Schlaginstrument im Orchester. Was kam denn dann? Und dann kam die große Trommel ins Orchester, die kleine Trommel, die Triangel und die Becken. Und diese Instrumente kamen mit den Janitscharen, einer Soldaten-Elite-Truppe aus der Türkei, quasi zu uns, wir haben das gehört. Und die haben immer beim Kampf Musik gemacht, um die Soldaten zu motivieren mit diesen Instrumenten. Und einer der ersten, der das verwendet hat, dieses Instrumentarium im Orchester, das war Wolfgang Amadeus Mozart in seiner Oper Die Entführung aus dem Serail. Da hat er das nachgemacht, diese Militärmusik. Da hat er das quasi nachgemacht. Musik. Das wurde, irgendwo hat er das gehört wahrscheinlich, und dann hat er es eingesetzt. Ja, das wollen wir aber jetzt einmal auch hören. Jetzt darf ich euch noch die beiden Spieler vorstellen, die noch dazugekommen sind. Das eine ist der Dennis und das andere ist der Robin. Hallo. Und dann stelle ich euch das Instrumentarium nochmal auf Italienisch vor. Das ist die Timpano oder das sind die Timpani, die Pauken. Die Pauken. Das sind die Piatti. Piatti. Das sind die Becken. Becken. Das ist die Gran Cassa, die große Trommel. Gran Cassa. Und das ist das Triangolo. Triangolo, die Triangel. Und das ist einfach noch eine größere Pauke. Nein, das ist eine große Trommel und die unterscheidet sich von der Pauke, weil sie zwei Felle hat. Hier das Resonanzfell und das Schlagfell. Und die Pauke hat nur ein Fell. Aber beide gehören sie zur Familie der Membranophone. Sind doch verwandt. Sind doch verwandt. Das heißt, sie brauchen ein Fell, um zum Klingen gebracht zu werden. Und die Pauke stimmt man auf einen bestimmten Ton. Und die große Trommel ist nicht auf einen bestimmten Ton. Die macht Bumm. Die macht Bumm. So, meine Triangel hat kein Fell, ist also kein Membranophon. Nein, die gehört genauso wie die Becken zu der Familie der Idiophone. Idiophone. Das sind die Selbstklinger. Die brauchen keine Membrane, um zum Klingen gebracht zu werden. Okay, die schwingen einfach so ganz von allein, von selbst. Ja. Das heißt, diese Instrumente sind zur Pauke dazugekommen ins Orchester. Ja, genauso wie die kleine Trommel, die wir dann noch vorstellen werden. Okay, das machen wir doch jetzt so. Oh, da ist ja noch einer. Ja, dann darf ich euch vorstellen, das ist der Miro, der spielt zusammen mit dem Robin jetzt ein kleines Trommelduett. Die Snare Drum habt ihr ja beim Drumset schon kennengelernt, die muss man jetzt nicht mehr erklären. Im Orchester ist sie normalerweise nur einfach vertreten, normalerweise. Aber wir haben gedacht, wir suchen heute mal ein kleines Trommelduett heraus. Ja, dass die Schlagzeuger für den Rhythmus zuständig sind, das haben wir spätestens jetzt gehört. In der Drumset-Folge haben wir aber auch das Xylophon kennengelernt, das Melodien spielen kann. Gibt es denn dieses Xylophon auch im Orchester? Ja, natürlich. Das können wir uns gerne mal anschauen. Ja, unbedingt. Boah, drei Xylophone, also ein Riesenxylophon und zwei Xylophone mit Metall? Oder was ist das? Ja, da muss ich dich ein bisschen korrigieren. Das ist kein Xylophon, das ist eine Marimba. Ein Marimbaphon hat einen viel, viel größeren Tonumfang als ein Xylophon. Das hat nämlich ganz, ganz tiefe Platten und klingt wahnsinnig schön. Zeig doch mal bitte. Ich fange allerdings mal, fangen wir unten an, ist okay. Ja. Die tiefen Töne, dann so ganz. Ich habe jetzt für hier die tiefen Platten, die weichen Schlägel genommen. Da klingen die am schönsten. Ja. Die klingen zum Beispiel bei den hohen Platten nicht mehr so gut. Dann nimmst du dann festere. Dann nehme ich dann härtere. Also Xylophon und Marimbaphon sind verwandt. Sie sind verwandt, sie gehören beide zur Familie der Holzstabspiele. Und jetzt diese zwei anderen da? Und diese beiden anderen Instrumente, das ist zunächst einmal das Vibraphon. Vibraphon. Und die kleinere Schwester vom Vibraphon
ist das Glockenspiel. Glockenspiel, mhm. Das Vibraphon hat die Besonderheit, dass man es zum Vibrieren bringen kann. Deshalb der Name Vibraphon. Ursprung hat das Vibraphon auch bei den Metallinstrumenten der Gamelan-Orchester aus Indonesien. Und 1916 wurde es dann weiterentwickelt in Amerika zu diesem Vibraphon, das wir jetzt hier sehen. Die Besonderheit ist, dass über den Resonanzröhren, die wir hier sehen, unten ist ein Plättchen angebracht, vielmehr viele Plättchen, über jeder Resonanzröhre eines, das mit einer Welle bewegt wird. Und jetzt würde ich den Dennis mal bitten, einmal einen Ton oder einen Akkord zu spielen. So klingt das Vibraphon ohne Vibrato. Und jetzt würde ich den Dennis mal bitten, den Motor auf ein langsames Vibrato einzustellen und den gleichen Akkord nochmal zu spielen. Und jetzt hören wir den gleichen Akkord nochmal mit einem schnellen Vibrato. Okay, also diese Plättchen, die bewegen die Luft sozusagen immer hin und her und dadurch schwingt der Ton. Ja. So, das haben wir beim Cello kennengelernt. Da hat Jakob nämlich mit dem Finger an der Seite immer so gemacht, das hat er auch Vibrato genannt. Was hat Dennis jetzt aber da unten bei den Füßen? Was ist das? Da hat der Dennis ein Pedal, das heißt, das Vibraphon hat das Pedal, nicht der Dennis. Und mit diesem Pedal kann er den Klang des Vibraphons stoppen, das heißt, die Schwingung unterbrechen. Ah, okay, so ähnlich. Den Klang wegnehmen. Okay, beim Klavier gibt es das auch, aber ich glaube, da ist es andersrum. Also zeig uns nochmal das bitte, Dennis. Schaut aber ganz schön geschickt aus, wie Dennis da mit den vier Schlägen arbeitet, dass er vier Töne gleichzeitig spielen kann. Wie macht man das denn, dass man da die Schläge hält in einer Hand? Ja, das ist natürlich sehr, sehr viel Übung. Ah, schaut, da kann er öffnen. Und man trainiert es immer wieder, die einzelnen Intervalle. Und mit der Zeit bekommt man das dann ein bisschen in den Griff, dass man weiß, wie weit man die Schläge spreizen muss, um ein bestimmtes Intervall zu erreichen. Also die zwei Töne, die man treffen möchte. Tonabstände, Sehr geschickt, Dennis. Okay, hier bei dem Glockenspiel, da sehe ich am Boden auch ein Pedal. Und sonst ist es wahrscheinlich einfach klein und helle Töne kommen da wahrscheinlich raus bei so kurzen Platten, genau. Oder? Ja, das Glockenspiel ist die kleine Schwester des Vibraphons und es klingt um etliches höher natürlich. Es hat aber auch ein Pedal, wie man sieht, das dem gleichen Zweck dient wie dem Vibraphon. Und das Pedal hat es allerdings noch nicht ewig. Es war früher nur ein Kastenglockenspiel, auch ohne Resonatoren. Und die sind alle erst mit der Zeit hinzugekommen, die Resonatoren und das Pedal. Jetzt hören wir es uns doch mal an, wie es klingt. Ganz schön hohe Töne. Dieses Wort Resonatoren, was ist denn das? Die Resonatoren, das sind die Röhren, die hier unter den Plättchen angebracht sind und die verstärken den Klang des Plättchens. In Afrika, übrigens bei den frühen Xylophonen, waren die Resonatoren aus Kürbissen, ausgetrockneten Kürbissen. Also diese Klangkörper, diese Resonanzkörper, das kennen wir auch von anderen Instrumenten. Mhm. Und du sagst Afrika, solche Instrumente gibt es auch in Afrika, ganz schön weit weg. Ja, so wie wir überhaupt von der ganzen Welt Instrumente haben. Von der ganzen Welt? Na, das wollen wir mal hören. Ui, so viel Verschiedenes. Ja, wir haben mal einige Instrumente aus aller Welt zusammengestellt. Mhm. Und die Schlaginstrumente gehören ja zu den ältesten Instrumenten der Welt. Und wir fangen mal an mit den Kongas, die eigentlich in Afrika, ursprünglich aus Afrika kommen, aber jetzt eigentlich mehr in Südamerika beheimatet sind.
Als nächstes hätten wir dann die Claves, die kommen aus Südamerika. Dem schließt sich an die Güiro, ebenfalls aus Südamerika ein getrockneter Kürbis. Das nächste Instrument kommt aus dem Mittleren Osten, ist eine Darabuka. Und wir gehen zurück nach Afrika und der Jan spielt eine Shekere. Und last but not least haben wir die Maracas aus Südamerika auch. Ja, Maracas, das können wir auch. Nimm deinen Schneebesen und leg die zwei Nüsse hinein oder zwei andere runde Dinge, die du finden konntest. Und ich glaube, so können wir doch jetzt super mitspielen. Habt ihr Lust? Ja. So kannst du auch weiter zu Hause Rhythmus machen. Habt ihr noch ein paar verrücktere Klänge vielleicht auch? Ja, magst du ein paar hören? Claro. Ui, was sind denn das für Dinge? Ja, das sind teilweise Gegenstände aus dem Alltag und Geräuschinstrumente. Und wir Schlagzeuger sind ja auch für das Geräuschemachen zuständig. Aha. Ja, vielleicht kennst du ja den einen oder anderen Klang und er erinnert dich an etwas aus deinem Leben. Hör gut zu. Und solche Dinge spielst du auch im Orchester? Ja, teilweise auch. Ja, vor allem auch mal kurz so eine Peitsche kommt auch. Eine Peitsche, das klang nach einer Peitsche. Aber ich muss ja sagen, sehr schwer schaut das nicht aus, so einfach tuck zu machen. Ja, man muss schon sehr aufpassen, dass man die Finger nicht dazwischen bringt. Aha. Und aber außerdem ist es auch recht schwer, das genau auf den Punkt zu bringen. Das ist unser Problem immer der Schlagzeuger, weil sie sehr, sehr weit hinten sitzen, hinter dem vom Dirigenten entfernt. Und das dann wirklich auf den Punkt zu bringen, das ist die Schwierigkeit dabei. Das probieren wir jetzt auch. Nimm deinen Gürtel zur Hand. So, falte ihn einmal und halte ihn so. Und schau mal, wenn du eine Schlaufe machst, so ein Loch in der Mitte und jetzt ziehst, dann hast du genau den gleichen Peitschenklang.
Und nun mit Stefan. Gut, noch einmal. Ah, ich war fast daneben ein bisschen. Noch einmal. Noch ein letztes Mal. Hier liegt und hängt ja ganz schön viel Zeug rum, das man eigentlich zu Hause hat. Was denkst du, kann Stefan auch mit Altpapier Musik machen? Nimm deine Zeitung zur Hand. Stefan, wie sieht's damit aus? Können wir auch damit musizieren? Mach mit. Das macht am meisten Spaß. Ja, dass Schlagzeuger nicht nur wilde Rhythmen und außergewöhnliche Klänge spielen können, das beweist ja jetzt Miro. Er spielt nämlich wunderschöne Melodien. Lehn dich also zurück und genieß die Musik. Für dich Miro am Marimbafon. Schön, oder? Du konntest es nicht sehen, aber Miri hat die ganze Zeit mit großen Ohren zugehört. Und ich glaube, es zuckt dir in den Beinen. Steh auf und mach mit bei Miris Moves.
Heute war so viel los, mir schwirrt schon der Kopf. Ich bin gespannt, was jetzt noch passiert. Tanzt du, was du tanzen möchtest, und ich tanze, was ich tanzen möchte. Hör gut auf die Musik. Schlag auf Schlag, hier kommt mein Kofferrätsel für dich. Die Schlaginstrumente kann man in zwei Gruppen einteilen. Die eine Gruppe, das sind die Membranophone. Da bringt man ein Fell in Schwingung. Ja, und die andere Gruppe, das sind die... wie hießen denn diese Instrumente? Du weißt schon, wo das ganze Instrument schwingt. So wie die Triangel, die Selbstklinger. Heißen diese Instrumente erstens Idiophone, zweitens Idiomophone, drittens Idealophone oder viertens Idiotophone. Wenn du die Antwort weißt, dann schick uns doch eine E-Mail an info@mehrmusik-augsburg.de. Einsendeschluss ist Freitag, der 13. November 2020. Und unter allen richtigen Einsendungen verlosen wir einen Preis. Wenn du neugierig geworden bist heute über all diese Schlaginstrumente, dann empfehle ich dir noch Fräulein Tönchens Spickzettel. Lade ihn dir doch herunter auf unserer Webseite www.mehrmusik-augsburg.de unter dem Reiter Projekte. Ja, heute haben wir ganz schön viele Schlaginstrumente kennengelernt. Für heute bedanke ich mich bei Dennis Egger, bei Robin Todt, bei Jan Kümmerle und bei Stanimir Andrejew, das ist Miro. Oh, und bei eurem Chef, da muss ich mich auch noch bedanken. Tschüss! Da ist er ja, der Chef Stefan Blum. Lieber Stefan, danke. Gerne. Dass wir heute in euer Reich Einblick nehmen durften. So viele Instrumente haben wir gesehen. Vielen Dank. Gerne, immer wieder. Für heute bedanke ich mich natürlich aber auch bei unserer Miri und bei Peter am Klavier. Oh, Peter. Ich glaube, wir müssen zurück ins Abraxas. Stefan, tschüss. Tschüss. Da sind wir wieder. Hallo Peter. Hallo. Oh, es war so toll, wir haben so viele Instrumente kennengelernt. Aber jetzt heißt es für die Triangel wieder ab in den Koffer.
Und zusammen schließen wir den Koffer wieder. Ein bisschen Groove bitte von euch beiden, ein bisschen Rhythmus. Und wir können dazu den Text sprechen. Es gibt Koffer, die sind eckig. Es gibt Koffer, die sind dreckig. Manche sind ganz mini klein, andere schwer wie Mühlenstein. Es gibt Koffer mit drei Dellen, Reißverschluss kaputten Stellen. Andere sind schön bunt kariert, mit zwei Schnallen glatt poliert. Es gibt Koffer, die was machen. Manche quietschen, müffeln, krachen. Dieser Koffer gibt nun Ruhe. Dieser Koffer klappt jetzt.